Wieso drehen wir heute mit einem blauen Engländer? Weil es viele davon gibt? Kann sein. Weil wir ein Video über die Exzesse in Magaluf produzieren? Nein. Sondern wir kümmern uns heute um Supersportwagen-Irrtümer. Und dafür haben wir einen Stargast gebraucht. Einen Engländer. Babyblau. McLaren 720S. Ein absolutes Gerät mit 720 PS. Und der ist halt prädestiniert dafür, dass wir diese Irrtümer mal aufklären. Bringt mehr Leistung? Immer eine bessere Beschleunigung? Kann ich Leichtbau nur mit Carbon umsetzen? Sind Carbon-Keramikbremsen immer besser als normale Bremsen? Und viele andere Sachen mehr. Es wird richtig schnell und richtig gut. Könnt ihr euch drauf freuen. Ein Supersportwagen muss bretthart gefedert sein. Ja, das denken wahrscheinlich viele, die mit ihrem besonders getunten Auto über die Straße hoppeln. Man kennt das ja. Das Problem ist aber, wenn ich ein Auto einfach nur bretthart federe, dämpfe, dann hat er keinen Bodenkontakt, weil er eben anfängt zu hoppeln. Er springt quasi von einer Unebenheit zur anderen. Und das Entscheidende ist ja, dass ich Bodenkontakt habe. Bremsen, beschleunigen, querbeschleunigen kann ich eben nur dann, wenn meine Räder so viel Bodenkontakt und mein Gummi so viel Kontakt wie möglich hat. Und damit die Kontakt haben, müssen heutige Supersportwagen, festhalten, besonders komfortabel sein. Zumindest in einem bestimmten Federwegbereich. Das machen die nicht, damit es dem Fahrer besser geht, vielleicht ein bisschen auch, sondern vor allem im Bodenkontakt zu halten. Ein heutiger Supersportwagen, nicht nur McLaren, auch bei Porsche zum Beispiel, der ist unglaublich komfortabel. Der spricht wahnsinnig feinfühlig an, schmiegt sich der Fahrbahn an, weil das eben optimal ist, um Kräfte zu übertragen. So, und wie machen das heutige Supersportwagen? Weil eigentlich widerspricht sich das doch. Ein komfortables Auto kann doch kein sportliches Auto sein. Doch mit sehr viel Aufwand geht das. Man muss dann schon mal eine Menge Geld reinstecken. Denn auf der einen Seite will ich ja meine Karosseriebewegung. Die möchte ich natürlich so weit wie möglich eindämmen. Also ich möchte nicht, dass das Auto anfängt zu wanken. Weil ich dann über die Hebelkräfte natürlich große Kräfte hier auf meine Kurven äußeren Räder bekomme. Ja? Oder nicken und wanken. Ich möchte einfach, dass die ganze Karosserie relativ ruhig bleibt. Auf der anderen Seite möchte ich aber, dass meine Räder, dass die sich schon bewegen, dass sie den Fahrbahnunebenheiten folgen. Das geht, das ist heutzutage kein Zielkonflikt mehr, aber auch nur deshalb, weil man halt elektronisch sehr, sehr viel machen kann und weil man auch mit adaptiven Dämpfern und mit Vernetzung sehr, sehr, sehr viel machen kann. Und das können wir uns jetzt mal bei der McLaren im Detail anschauen. Denn ich habe mich nicht ohne Grund hier hinten hingesetzt. Wenn man hier reinguckt, dann sieht man hier unten schön Dreiecksquerlenker, ganz klassisch Sportwagen. Man sieht oben noch Lenker, Querlenker, man sieht die Antriebsachse. Aber wenn man genau hinschaut, na, da hinten sieht man noch Feder- und Dämpfereinheit, dann fehlt da was. Ja, da fehlt der Stabilisator. Oder wie er auf Englisch heißt, was ich jetzt den besseren Begriff finde, weil das besser trifft, Anti-Roll-Bar. Also eine Stange, die sich dagegen wehrt, dass das Auto anfängt zu rollen oder zu wanken. So, wenn er das jetzt aber nicht hat, dann wird er das ja tun. Dann wird er in den Kurven so rumschwanken wie ein Citroën 2CV. Das braucht man nicht. Also was wird getan? Naja, man arbeitet eben mit adaptiven Dämpfern. Am McLaren hier habe ich ja an jedem Rad einen adaptiven Dämpfer und die kann ich im Dämpfungsgrad einstellen. Und zwar innerhalb von 2 Millisekunden kann ich den Dämpfungsgrad dort verändern. So, jetzt stellen wir uns das einfach mal vor. Der McLaren, ja, fährt hier um eine Kurve. Das heißt, das Auto verlagert sich zur Seite. Sprich, ich habe hier auf den Kurven äußeren Rädern mehr Druck, ja, und die Kurven inneren Räder werden entlastet. Aber eigentlich will ich ja eine möglichst gleichmäßige Radlastverteilung. Was mache ich da jetzt? Naja, ich mache hier die äußeren Dämpfer härter, das heißt, die stemmen sich dagegen, dass das Auto zur Seite neigt. Und die anderen Dämpfer, die mache ich weicher. Und damit kann ich nur über die Dämpfer schon mal das ausgleichen. Aber wieso ist es denn gut, wenn ich auf so einen Stabilisator verzichten kann? Was hilft das dann dem Komfort? Es ist schon mal Aufwand, dass man überhaupt dann die Stabilisierung hinbekommt, ohne diesen Stabilisator, diese mechanische Stange, die quasi linke und rechte Radseite verbindet. Aber was bringt es mir jetzt beim Komfort? Dafür biegen wir jetzt mit dem McLaren wieder auf eine gerade Straße ein. Und wir stellen uns einfach vor, dass auf dieser geraden Straße links und rechts unterschiedliche Anregungen sind. Normalerweise, ich habe es ja hier zwar mit einer Einzelradaufhängung zu tun, aber nichtsdestotrotz, wenn ich hier das rechte Rad anregen würde, würde über den Stabilisator natürlich auch etwas auf das linke Rad übertragen von der rechten Anregung, weil die sind ja nicht hundertprozentig unabhängig, sind ein bisschen darüber verbunden. Wenn der Stabilisator aber nicht da ist,
dann können die Räder hier vollkommen frei agieren. Und wenn ich es dann auch noch schaffe, mit teuren Material, mit teuren Dämpfern, Federn, allem drum und dran, besonders wenig Reibungsmomente, besonders gleichgängige Komponenten zu bauen, was aber natürlich auch Geld kostet, deswegen macht es auch meistens in solchen Sportwagen hier Sinn, dann kann ich eben ein besonders feinfühlig agierendes System bauen, das, obwohl ich es hier mit Sportreifen zu tun habe, trotzdem auf kleine Unebenheiten sehr, sehr sauber reagiert. Wir haben es ja beim Testerdreh zu dem Auto gesehen. Der ist so unglaublich komfortabel wie kaum ein anderes Auto, zumindest im ersten Federwegsbereich, das ich bisher gefahren bin. Könnt ihr euch mal kurz angucken. Ich bin jetzt hier im Komfortmodus des 27S. Komfortmodus klingt immer so ein bisschen schräg beim Sportwagen, aber in diesem Fall ist das wirklich so. Die Eifeler Straße hier ist alles andere als gut. Da sind viele Schläge drin, da sind kleine Querfugen drin, da sind Frostaufbrüche und trotzdem liegt er hier nicht nur für einen Supersportwagen erstaunlich ruhig, sondern allgemein für ein Auto. Und ich finde es beeindruckend, wenn man jetzt hier rumfährt, wie er jetzt hier in die Kurven sich reinlegt, wie der ganz satt und ruhig liegt, du hast kaum das Gefühl, dass er wankt oder rollt. Und trotzdem dämpft er hier die Schläge weg. Das sind zwei Dinge, die sich früher ausgeschlossen haben. Und das schafft der McLaren. Und mal abgesehen von den Performance-Werten, die dieses Auto liefert, wenn ich jetzt einfach hier so langsam mit dem Auto durch die Gegend fahre, dann fährt er sich, und das meine ich jetzt völlig positiv, wie ein Golf. Also ich sitze hier drin, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich in einem Supersportwagen sitze, wo ich irgendwie was Besonderes beachten muss, wo ich ihn besonders zähmen muss, sondern der fließt hier völlig stressfrei durch die Landschaft. Und das ist für mich eine der größten Leistungen überhaupt im Automobilbau, dass ich ein Auto schaffe, was auf der Nordschleife theoretisch gigantische Zeiten in den Asphalt brennen kann und gleichzeitig total entspannt über die Landstraße fährt. So als wäre es im positiven Sinne ein Golf. Wahnsinn. Okay, aber wenn das so einfach ist, die Stabilisatoren hier wegzulassen, einen tollen Komfort hinzubekommen und gleichzeitig auch noch ein sportliches Fahrverhalten, bloß mit adaptiven Dämpfern, wieso machen es denn dann nicht alle? Na, weil es eben nicht so einfach ist, weil es teuer ist und wahnsinnig viel Aufwand bedeutet. Ich drüssel es mal ein bisschen auf, was hier passiert. McLaren nennt das proaktive Fahrwerksregelung. Okay, ich habe also vier adaptive Dämpfer hier. Diese vier adaptiven Dämpfer sind untereinander hydraulisch vernetzt. Das heißt, der eine Dämpfer beeinflusst den anderen Dämpfer, macht etwas, wenn der Dämpfer das macht. Und dabei brauche ich auch noch einen Haufen Sensoren, die ganz genau wissen, was hier passiert. Ich habe es hier bei dem Auto mit vier Radbeschleunigungssensoren zu tun. Ich habe es pro Dämpfer mit zwei Drucksensoren zu tun, plus auch noch Karosseriesensoren. Die liefern einen Haufen Daten. Das Ganze ist vernetzt. So, und was brauche ich jetzt noch? Ja, ich brauche jetzt noch eine Software, die das Ganze steuert, die intelligent genug ist, um in jeder Fahrsituation zu wissen, proaktiv, wie McLaren das nennt, was jetzt zu tun ist. Und dafür haben sie mit der Universität Cambridge zusammengearbeitet, die mit ihnen zusammen eben eine Software und eine Steuerung entwickelt haben, die genau das macht. Und schlussendlich brauche ich auch noch ein Chassis, das extrem steif ist, damit ich eben präzise die ganzen Steuerungen umsetzen kann. Und hier habe ich es eben mit einem sehr teuren Carbonfaserchassis zu tun. Das heißt, ja, man kann heutzutage einen Sportwagen bauen, der sowohl richtig gut im Komfort wie auch richtig gut im Handling ist, wenn man viel Aufwand treibt und auch eine Menge Geld in die Hand nimmt. Aber vor allem ist die Botschaft, wenn ich ein Auto bauen möchte, das sehr viele Brems-, Beschleunigungs- und auch Querkräfte erzeugen will und auch auf die Straße bringen will, dann brauche ich eben Straßenkontakt. Und dann darf das Auto alles andere als bockhart sein. Also wenn ihr draußen ein Auto seht, was über die Straße springt, dann ist eines klar, Bodenkontakt hat er nicht richtig. Teure Supersportwagenbremsen bremsen immer super. Es muss richtig heißen, sie können super bremsen, unter einer Voraussetzung, dass sie Temperatur haben. Die Carbon-Keramikbremsen, die hier drauf sind, ja, viele andere Hersteller haben das ja auch, kosten ein Wahnsinnsgeld. Allein die Bremsanlage selbst kostet so viel wie ansonsten ein kompletter Dacia Duster. Die funktioniert schon gut, aber sie braucht eben Temperatur. Und das Gute ist natürlich auch, sie kann Temperatur ab. Wenn sie sehr warm ist, funktioniert sie besser und sie macht auf der Rennstrecke auch nicht so schnell schlapp. Und deswegen können wir uns auch mal angucken, wie so ein Reifen, so eine Radreifenkombination hier steht, wenn Automotor und Sport sie warm getestet hat. Dann steht der Reifen nämlich in Festhalten 31 Metern aus 100 km/h. Absolut beeindruckend. Mit warmen Bremsen 100 auf 0.
Mal schauen, was der McLaren 27S kann. Und ab geht's. Wow. Also, wenn die Bremsen warm sind, dann steht der einfach irgendwie gefühlt jetzt. Aber was passiert denn jetzt, wenn der Reifen nicht so richtig warm ist und auch die Bremse ist nicht so richtig warm? Ja, dann sind es halt ein paar Meter mehr. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Sportauto hat bei uns in der Datenbank wirklich für dieses Auto, also für das Coupé, über 37 Meter stehen. Da habe ich erstmal ein bisschen geschluckt und da habe ich bei Automotor und Sport nochmal nachgeguckt. Die hatten den auch nochmal im Test. Da waren es 33 Meter. Woher kommt die Diskrepanz? Das kann allein daran liegen, dass auf der einen Seite ein komplett kaltes Auto getestet wurde und auf der anderen Seite ein Auto, was zumindest schon mal ein bisschen Bremstemperatur hatte. Besonders beeindruckend wird es aber dann, wenn man sich die Bremsleistung anschaut von dieser, es ist ja eine Wahnsinnsbremsanlage, guckt euch mal an, das ist eine 6-Kolben-Bremse hier vorne, ist wirklich beeindruckend, wie diese Bremsanlage aus 200 km/h steht, nämlich in Automotor- und Sportmessung 115 Meter. Das heißt, mit einer Verzögerung von über 1,3 G wird da zugebissen und es macht dir dann auch überhaupt nichts aus, dass da gigantische Temperaturen entstehen. Was diese Bremsanlagen übrigens auch nicht so richtig mögen, ist, wenn es nass draußen ist. Auch da gibt es Stahlbremsanlagen, die das zum Teil noch etwas besser abkönnen. Und deshalb muss man zu diesen Supersportwagenbremsen, gerade speziell Carbon-Keramikbremsen, eines sagen. Ja, sie verzögern unglaublich. Und ja, sie sind absolut rennstreckentauglich. Aber wenn die ganze Kombination hier kalt ist, können es schon mal ein paar Meter mehr sein. Und auch bei Nässe muss man vorsichtig sein. Bei modernen Supersportwagen kann ich mehr Leistung nur durch mehr Turboladedruck holen. Ist das so? Wir gehen mal zurück in die Vergangenheit. Früher so Zeiten ohne Turbo, große Motoren. Und da war die Weisheit ganz klar: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum. Gut, heutzutage wissen wir ja, wir machen das vor allem über einen Turbolader. Und die modernen Supersportwagen haben quasi fast alle einen Turbolader, um mehr Leistung rauszuholen. Ist natürlich auch toll. Der Motor muss nicht so groß sein, nicht so schwer. Und ich blase die Luft einfach mit Überdruck in meinen Zylinder hinein. Dadurch kann ich mehr Kraftstoff verbrennen, mehr Leistung. Aber wenn wir uns jetzt gerade speziell den 27S anschauen, da hat der 70 PS mehr als der Vorgänger 650S. Ist das einfach nur dadurch gemacht worden, dass man ein bisschen an der Ladedruckschraube gedreht hat? Ein bisschen mehr Druck? War's das? Nein, eben nicht. Da ist viel, viel mehr passiert und das ist sehr spannend und das dröseln wir jetzt komplett auf. Wir fangen an mit dem Hubraum. Denn der Vorgänger, der 650S, hatte einen 3,8 Liter V8 Motor. Der 27S hat jetzt einen 4 Liter V8 Motor. Das heißt ungefähr 0,2 Liter, so ein Wasserglas mehr. Okay, aber wieso das denn? Wieso muss ich denn an den Motor ran? Wieso muss ich denn, in diesem Fall ist der Hub vergrößert worden, wieso muss ich das denn tun? Das kann ich doch einfach über Ladedruck regeln. Ja, das hat aber einen großen Vorteil, wenn ich den Hubraum etwas vergrößere. Denn wir denken einfach mal im Extrem. Ich habe einen sehr kleinen Hubraum und ich habe sehr starke Turboaufladung. Dann ist der Sprung zwischen der natürlichen Kraft, die entsteht, bevor jetzt genug Abgasdruck anliegt, damit der Turbolader richtig läuft, und dem Turboladereinsatz halt riesengroß. Das schränkt die Fahrbarkeit ein, das ist nicht mehr so schön. Mache ich aber den Hubraum größer, dann habe ich ja mehr, ich sag mal, saugnatürliche Kraft. Und damit ist auch der Übergang zum Turbolader etwas harmonischer. Okay, das hat McLaren gemacht. Ist schon mal ganz clever. Wie gesagt, durch eine Hubvergrößerung. Und was sind jetzt noch die nächsten Stellschrauben, die ich drehen kann? Also mit der reinen Hubraumvergrößerung habe ich so ungefähr, Pi mal Daumen kann man ausrechnen, nicht ganz 690 PS, fehlen also noch ein paar. Naja, Leistung erziele ich ja aus Drehzahl mal Kraft. Ich kann ja noch an der Drehzahlschraube drehen. Hat McLaren das gemacht? Ja, haben sie gemacht. Der Vorgänger 650S hat seine Maximalleistung bei 7250 Umdrehungen erzielt. Der 27er erzielt seine Maximalleistung bei 7500 Umdrehungen. Das heißt, ich habe mein Drehzahlniveau nach oben gesetzt und dadurch erziele ich, weil ich ja bei der Drehzahl sehr viel Kraft habe, es ist auch noch mal mehr Kraft als beim Vorgänger, da kommen wir gleich dazu, auch insgesamt mehr Leistung. Und wie kriege ich das hin? Da hole ich jetzt mal das alte V8-Modell hier. Das ist Ford Mustang V8-Modell, Sauger, Vergaser, drum und dran. Darum geht es aber gar nicht. Wer Bloch spielt geschaut hat, hat das Modell schon mal gesehen, sondern es geht uns speziell hier um Pleuel und Kolben. Das sind ja die Teile, die sich im Motor bewegen und die wahnsinnige Geschwindigkeit machen. Man muss sich das einfach mal vorstellen, was der Kolben da fabriziert. Unterer Todpunkt Geschwindigkeit 0, dann beschleunigt er innerhalb von kürzester Zeit hoch, um dann oben
am oberen Todpunkt wieder eine Geschwindigkeit von 0 zu haben, also voll abzubremsen. Und eine mittlere Kolbengeschwindigkeit hat der McLaren hier von über 18 Meter pro Sekunde. Das heißt, mittlere Kolbengeschwindigkeit, wenn du davon ausgehst, dass die Bewegung gleichförmig ist, ist sie aber nicht. Es ist ja beschleunigen, abbremsen. Und deshalb kann man hier ungefähr von nicht ganz 100 km/h, also weit über 20 Meter pro Sekunde ausgehen, die der Kolben in der maximalen Geschwindigkeitspunkt hat. Wahnsinn. Also wir gucken uns das einfach mal an. Bei dem Modell, wir sehen ja hier, wie die sich super langsam bewegen. Ja, und jetzt überlegen wir uns ganz einfach mal hier, das läuft mit 80, fast 100 km/h ab. Was ist da das Entscheidende, um da eine besonders hohe Geschwindigkeit zu erzielen? Viel Kraft, ja, niedrige Masse. Und genau da ist McLaren nochmal dran. Sie haben die Masse des Kolbens etwas verkleinert, also die Hubmasse, das ist ganz wichtig. Und sie sind auch nochmal ans Pleuel dran und haben auch da die Masse nochmal verkleinert. Aber der Kolben selbst ist sehr, sehr wichtig. Okay. Und wenn ich mir jetzt das mehr an Drehvermögen noch dazu rechne, dann lande ich so bei nicht ganz 710 PS. Fehlen immer noch ein paar PS. Wo kommen die denn jetzt her? Übrigens nur so ganz nebenbei für unsere Kurbelwellen-Fetischisten, wie ich es einer bin, habe ich ganz vergessen zu sagen, das hier ist eine Crossplane-Kurbelwelle. Na? Also so stehen die Hubzapfen aufeinander. Hier haben wir es bei der McLaren mit einer Flatplane-Kurbelwelle zu tun. Die ist also flach. Wieso? Weil die Flatplane-Kurbelwelle aufgrund geringerer oder nicht nötiger Ausgleichsgewichte besonders hochdrehen. Das ist auch nochmal ein Punkt zum Hochdrehen. Okay, aber wir waren ja bei der Leistung. Wir haben sie immer noch nicht ganz erzielt. Was kann man denn noch machen? Na, ich kann die Kraftstoffzufuhr noch etwas verbessern. Hat McLaren das gemacht? Ja, sie haben eine neue Art von Kraftstoffeinspritzung gewählt, die doppelt so viele Einspritzpunkte hat wie die vorherige. Dadurch kriegst du auch nochmal ein bisschen mehr Leistung. Reicht das schon? Gute Frage. Sie haben zumindest an der Fahrbarkeit des Turbos auch nochmal gearbeitet. Der arbeitet mit einem sogenannten Twin-Scroll-Turbo. Das heißt, das ist, ich habe es ja auch ein paar Mal schon erklärt, ein Turbolader, der eben nicht mit einem Abgasrohr angeblasen wird, sondern zweiflutig. Das hat zwei Vorteile beim Ladungswechsel des Motors und ganz einfach auch beim Ansprechverhalten des Turboladers im niedrigen Drehzahlbereich. Der ist noch etwas leichter geworden, um noch besser anzusprechen. Aber es kann natürlich auch sein, dass McLaren ein bisschen was noch an Ladedruck draufgegeben hat. Aber man sieht vor allem eines, wenn ich heutzutage wirklich professionell und so, dass der Motor auch später richtig gut fahrbar ist, den Motor mit mehr Leistung versehen will, dann drehe ich nicht einfach an der Ladedruckschraube, sondern dann mache ich viele, viele andere sehr coole Techniken. Eine Sache habe ich noch. Ich habe jetzt hier über klassische Thermodynamik gesprochen. Verbrennungsprozesse, Drehzahl, Kraft und ähnliches. Bei modernen Supersportwagen habe ich natürlich auch einfach die Möglichkeit, über Elektrifizierung noch was zu machen. Nicht nur beim 918 Spyder, sondern auch beim Honda NSX. Bei vielen anderen wird heutzutage verstärkt auf Elektrifizierung gesetzt. Aus zwei Gründen. Zum einen habe ich eben mehr Leistung und zum anderen kann ich konzeptbedingte Schwächen, vor allem von turboaufgeladenen Maschinen, dadurch etwas kompensieren. Und wir können mal gespannt sein, wie das in Zukunft so läuft, wenn der ein oder andere Supersportwagen vielleicht sogar rein elektrisch kommt. Einen Supersportwagen leicht zu machen ist einfach, man muss nur die Metallkomponenten durch Carbonfaser ersetzen. Ist es so einfach? Das schauen wir uns jetzt mal an. Dafür gehen wir zurück ins Jahr 2003. Damals kam der Mercedes McLaren SLR auf den Markt. Prestigeobjekt von Mercedes und McLaren, die haben zusammen in der Formel 1 gespielt und sie wollten eben einen Supersportwagen bauen. Komplett aus Carbonfaser gemacht. In Anführungsstrichen, der Motorträger vorne war aus Aluminium, aber ansonsten eine komplette Carbonfaser-Karosserie. War das Auto leicht? Nein, das war bleischwer. 1747 Kilogramm hat damals Automotor und Sport gemessen bei dem Auto. Und das vor allem auch noch frontlastig. Dementsprechend hat er sich eben nicht leichtfüßig gefahren wie ein leichter Carbonrenner, sondern so ein bisschen gedragener. Aber eine Sache war trotzdem damals sehr wichtig. Das Auto war schwer, aber man hat auch gelernt, mit Carbonfaser umzugehen. Wo man sie strukturell eben besonders clever einsetzt. An welchen Stellen man eher auf Mischbauweise setzt, wie die Faserlage ist. Also es war einfach wichtig, sehr früh damit anzufangen, um zu lernen. Und McLaren hat sehr früh angefangen zu lernen. Weil theoretisch klingt das natürlich genial. Carbonfaser hat pro Kubikzentimeter Quader ungefähr 1,5 Gramm an Gewicht. Und eine relativ hohe Zugfestigkeit. Alu hat pro Kubikzentimeter fast das doppelte Gewicht mit einer deutlich niedrigeren Zugfestigkeit.
Und Stahl hat fast das fünffache Gewicht mit einer besseren Zugfestigkeit, aber wenn man ein bisschen mehr Carbonfaser einsetzt, kann man ja wieder Stahl ersetzen. Das Entscheidende ist nur, es geht halt nicht einfach durchs Ersetzen. Man muss sich wirklich ganz genau angucken, wo optimiere ich und wo nicht. Fakt ist, heutzutage baut McLaren mit den 27ern die leichtesten Supersportwagen in ihrem Segment. Nehmen wir zum Beispiel mal 27 Coupé, das ist ja der Spider hier, der hat bei Automotor und Sport 1446 Kilogramm auf die Waage gebracht. Das ist weniger als ein Golf R für einen Supersportwagen mit einem V8-Motor hinten drin. Und wenn man jetzt mal als Vergleich einen Porsche Turbo nimmt, Porsche Turbo S, 650 PS, was hat der bei Automotor und Sport gewogen? Fast 1,7 Tonnen. So, und jetzt haben wir hier aber den Spider stehen. Der soll laut McLaren nur 49 Kilogramm mehr wiegen als das Coupé. Und bevor ich jetzt weiter quasi, stelle ich den einfach mal auf die Waage. So, dann gucken wir mal, was er wiegt. Moment, ein bisschen Licht. 1456 Kilogramm. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Also für so einen Supersportwagen, dann auch noch als Spider. Jetzt muss man natürlich aufpassen. 1446 Kilogramm hat die Coupé-Version bei Automotor und Sport gewogen. Wieso sind das jetzt nur 10 Kilogramm mehr? McLaren sagt doch 49, das Auto ist nicht vollgetankt. Das heißt, der Tank ist hier nur halb voll. Wenn der Tank voll wäre, dann würde das genau hinhauen. Fakt ist, McLaren hat nicht gelogen. Das Auto wiegt wirklich kaum mehr, also in offenen Autodimensionen, als die Coupé-Version. Und eine Sache ist noch ganz wichtig, die wir uns hier merken müssen, nämlich die Gewichte auf den jeweiligen Achsen. Denn auf der entscheidenden Hinterachse, das brauchen wir ja später für die Traktion, liegen 856 Kilogramm. Exakt, also 600 Kilogramm vorne, so jetzt haben wir es, und 856 Kilogramm hinten. Brauchen wir später noch, müssen wir uns einfach nur merken. Gewichtsverteilung ist so Pi mal Daumen, 58% hinten, 42% vorne. Okay, aber wie hat das jetzt McLaren gemacht? Sie haben ja einen Haufen Carbonfaser eingesetzt, aber clever eingesetzt. Und trotzdem müssen wir uns mal das im Detail anschauen. Wenn ich nach vorne gehe, sehe ich hier sehr, sehr viel Sichtcarbon. Übrigens traumhaft schön gemacht. Kostet auch ein Schweinegeld, weil wenn man solche Sichtcarbon hier macht, dann hat man sehr, sehr viel Ausschuss. Denn da muss ja nur eine Faserlage hier ein bisschen quer liegen und dann kannst du das ganze Bauteil gleich wieder in die Tonne kloppen. Wenn du es lackierst, fällt es nicht auf. Wenn du so Sichtcarbon machst, muss das hundertprozentig stimmen. Und das kann man zu Carbon auch noch erzählen. Es ist sehr energieintensiv in der Herstellung. Denn ich brauche zwei Punkte. Ich brauche Temperatur und ich brauche Druck. Das Carbon wird ja Faserlagen gelegt. So, dann kommt das zum Brennen oder zum Aushärten, besser gesagt, in einen Autoklaven. Dort wird mit ungefähr 180 Grad Temperatur, je nachdem, gearbeitet und mit relativ hohem Druck. Und das alles über viele, viele Stunden. Und da kann man sich denken, da geht ordentlich Energie drauf. Deswegen, von der Herstellung her, ist es nicht gerade der umweltfreundlichste Werkstoff auf dieser Welt. Okay, aber wenn man jetzt hier vorne schaut, man sieht ja eine Menge Carbon, dann ist das nicht alles Carbon hier, sondern die Crashboxen vorne, also die Knautschzonen, die sind aus Aluminium ausgelegt. Wieso? Weil Aluminium eben nachgibt. Carbon gibt eben nicht so leicht nach, das splittert. Und wenn ich mit so einem Carbon-Auto einen Unfall habe, manche Mountainbike-Fahrer kennen das auch von ihrem Carbon-Mountainbike, dann kann die Karosserie schon mal hin sein, weil das eben splittert. Bei einem Metallrahmen kann ich noch ein bisschen was machen, vor allem nimmt er hier Energie auf. Das heißt, ich habe hier eine Crashbox aus Aluminium. Dann gehen wir mal zu den Türen. Ups. Die sind zum Teil aus Carbon, aber zum großen Teil auch aus Aluminium gefertigt. Also auch hier Mischbauweise. Aber dann, wenn ich mir speziell den Mittelteil des Fahrzeugs anschaue, dann habe ich es fast nur noch mit Carbon zu tun. Und da gibt es jetzt zwei Punkte bei McLaren zu unterscheiden. Die haben früher mit der sogenannten Monocell-Carbon-Zelle gearbeitet. Also eine Zelle, die quasi bis hier hinging, bis zum Anfang der Säulen. Und da war alles aus Carbonfaser gefertigt. Darüber ging es dann wieder mit Metall weiter. Deswegen auch Zelle, weil das hier wirklich wie so eine Zelle aufgebaut war. Der 27S hier ist eine sogenannte Mono Cage 2, um genau zu sein, Konstruktion. Cage steht für Käfig, das heißt, das Carbonfaserkonstrukt wurde, man kann es ja auch mal anschauen, weil es wunderschön aussieht, wurde dann hier über die Säulen auch nach oben gezogen. Das heißt, ich habe hier so einen richtigen Käfig, der gebaut wurde, aus Carbonfaser. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie das gemacht ist, gerade das Sichtcarbon hier, das ist zum einen unglaublich stabil und zum anderen einfach traumhaft schön anzuschauen. Wobei, beim McLaren sind ja auch nicht blöd, an den Stellen, wo du das Carbonfaser nicht unbedingt die ganze Zeit siehst, zum Beispiel hier, ja,
da wird dann hier auch mit etwas, sagen wir mal, optisch einfacherer Struktur gearbeitet, was aber der Funktion erstmal gar nicht so einen Abbruch tut. Okay, was hat das für einen Vorteil, dass man hier mit so einem Käfig arbeitet? Na, zum einen kann man noch besser Gewicht sparen, aber man schafft vor allem eines, man schafft es, dass ich für die Version, wo ich das Dach herausnehmen kann, also den Spider, keine zusätzlichen Versteifungen in den Schwellern unterbringen muss. Normalerweise, wenn ich oben das Dach rausnehme, dann habe ich ja wie beim Schuhkarton keine richtige Stabilität mehr. Und deswegen sind Cabrios so bockschwer, weil ich dann eben nochmal wahnsinnig viel Versteifung reinpacken muss. Das muss man hier nicht. Man kann hier mit der gleichen Konstruktion arbeiten und hat natürlich über ein paar Zusatzbauteile, über die Elektromechanik, die das Dach bedient und so weiter, auch noch ein paar Kilo mehr. Aber es ist eben nicht dramatisch. Ja, also wirklich ein beeindruckendes Auto, vor allem auch hier mit dem Sichtcarbon. Und trotzdem bleibt eine Sache ganz klar festzustellen. Allein nur Metallkomponenten durch Carbonfaser zu ersetzen, macht noch kein leichtes Auto. Sondern damit das Auto wirklich leicht wird, braucht man sehr viel Erfahrung, sehr viel Computerpower, um genau zu berechnen, an welchen strukturellen Stellen es besonders sinnvoll ist und welche nicht. Und es gibt immer noch Stellen am Auto, wo es sinnvoller ist, auf Metall zu setzen. Je mehr Leistung ein Supersportwagen hat, desto schneller beschleunigt er auch, speziell auf 100 km/h. Ist das so? Na, gucken wir uns normale Autos an, da gilt das meist schon. Da hat man Motoren, die überschaubar viel Leistung oder Kraft erzeugen und die Reifen zusammen mit dem Gewicht des Autos können schon relativ viel Kraft übertragen. Wenn man dann jetzt mehr Leistung hat, dann wird das Auto auch schneller beschleunigen. Bei Supersportwagen hat man es dagegen meist mit extrem potenten Motoren zu tun, die unglaublich viel Kraft entwickeln. Und da kommt es eben darauf an, wie viel Kraft kann ich denn auf die Straße bringen? Wir denken einfach mal ganz extrem. Wir nehmen diesen McLaren, bocken den hoch, die Räder haben keinen Bodenkontakt und jetzt geben wir Vollgas. Dann haben wir volle Leistung, aber keinen Bodenkontakt und damit keinen Vortrieb. Das heißt, zwei Punkte müssen da jetzt zusammenkommen. Nein, drei Punkte müssen zusammenkommen. Das ist, was kann der Reifen übertragen, wie schwer ist das Auto und was habe ich denn für eine Antriebsform? Allradantrieb, Frontantrieb oder Hinterradantrieb? Okay, und jetzt rechnen wir einfach mal aus, was dieses Auto an Kraft übertragen kann über die Räder und was der Motor an Kraft liefern kann. Wir fangen erstmal mit dem kompletten Auto an. Wir haben ihn ja gewogen. Der wiegt 1456 Kilogramm. Und ich muss eine Sache sagen, wenn ich jetzt hier ausrechne und Formeln erwähne und so weiter, dann ist das immer unter einer gewissen Vereinfachung. Das ist natürlich im Speziellen noch viel genauer und mit anderen Punkten zu betrachten. Ich vereinfache etwas, damit man den Zusammenhang versteht. Okay, also, Gewicht haben wir gewogen, 1456 Kilogramm. Und eine Sache steht hier über allem, der gute alte Newton, denn Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das wird uns jetzt mehrfach begegnen. Aber in diesem Fall können wir es sogar direkt umrechnen. Wir haben hier eine Masse, 1456 Kilogramm bei diesem Auto. Und wir haben die Erdbeschleunigung, dann können wir die Normalkraft bilden, also die Kraft, die hier senkrecht zum Untergrund gilt. Das ist 1456 mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, das können wir einfach machen, das ist ja eine sehr simple Rechnung. Machen wir kurz mal 1456 mal 9,81. Dann haben wir eine maximale Kraft, Newton, nicht Newtonmeter, von 14.283 Newton, die das Auto unter der Voraussetzung, dass der Reifen hier 1G Beschleunigung übertragen kann, auf die Straße bringt. Was kann der Motor? Das machen wir jetzt mal nach und nach. Man könnte jetzt erstmal sagen, na, der Motor kann 770 Newtonmeter. Ja, aber die 770 Newtonmeter kommen ja nicht auf der Straße an. Da kommen Newton erstmal an. Und 770 wäre ein bisschen wenig. Denn da passiert ja das zwischendurch. Deswegen hole ich den Taschenrechner wieder raus. 770 Newtonmeter ist das maximale Drehmoment dieses Motors. Okay, das geht aber durch zwei Getriebestufen durch. Also den ersten Gang, das ist ja der wichtige Gang, wo ich beim Anfahren eben loskommen muss und dann auch nochmal die Hinterachsübersetzung. Jetzt habe ich bei McLaren natürlich nachgefragt und wollte diese Übersetzung wissen und McLaren sagt, nee, geben wir nicht raus. Ich kann aber mit Ungefährwerten rechnen, weil die alle so in einem Rahmen liegen, sodass wir ungefähr damit rechnen können, dass der erste Gang so mit 4, irgendwas übersetzt ist und die Hinterachse wahrscheinlich im Faktor 3 übersetzt ist. Wir können also davon ausgehen, dass zwischen dem Motor und der Achse ungefähr eine Übersetzung von 13 liegt. Das machen wir jetzt einfach mal. 770 mal 13. So, dann sind wir jetzt bei 10.000 Newtonmeter. Raddrehmoment. Sind wir da schon auf der Straße? Nee, wir brauchen ja Newton. Wir brauchen ja die Kraft direkt hier an der Straße. Und wie können wir das ausrechnen?
Na, ganz einfach, indem wir unseren Newtonmeter durch Meter teilen. Und zwar durch den Hebel, der sich durch das Rad bildet. Hier, den Radius, das ist ja ein Hebel. Die Kraft setzt hier an und dann greift hier ein Hebel nach unten. Jetzt können wir das einfach mal hier nachmessen. Und dann sind das ungefähr 35 cm, also 0,35 Meter. Und jetzt teilen wir einfach unsere 10.000 Newtonmeter geteilt durch 0,35. Dann sind wir bei ungefähr 28.000 Newton, die hier angreifen. Das heißt, doppelt so viel Kraft, die der Motor theoretisch auf die Straße bringen könnte, als das Auto eigentlich auf die Straße bringen kann mit seinen Reifen. Aber jetzt sind wir ja davon ausgegangen, dass das Auto die komplette Kraft auf die Straße bringen kann. Kann es ja gar nicht, ist ja Hinterradantrieb. Das heißt, die Vorderachse spielt ja gar nicht mit. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es der McLaren macht. Denn wenn ich theoretisch diese 28.000 Newton komplett auf die Straße bringen könnte, dann würde ich dieses Auto deutlich unter 2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Vorausgesetzt, ich hätte Allradantrieb und Reifen, die das so betragen können. Gibt es aber so in der Art und Weise nicht. Das müssen wir uns jetzt alles mal ausrechnen. Vor allem interessiert uns jetzt mal eine Sache. Wie kann dieses Auto hier mit einem G von 0 auf 100 beschleunigen? Was bedeutet denn ein G? Ich zeige das mal kurz. Denn 100 km/h sind ja, das könnt ihr ausrechnen, 27,8 Meter pro Sekunde. So wird ja in der Physik gerechnet mit dieser Einheit. Und 1 G sind ja 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat geteilt durch 9,81 und das ist gleich 2,83 Sekunden von 0 auf 100. Wieso reite ich jetzt so auf dieser Zahl rum? Weil das exakt genau der Wert ist, den der McLaren bei unserem Beschleunigungstest erzielt hat von 0 auf 100. Hat also mit einem G beschleunigt. Okay, gut. Jetzt haben wir aber eine Sache schon gelernt. Wenn ich den mit einem G beschleunigen will, dann muss ich ja die komplette Normalkraft hier nutzen. 14.000 Newton waren das. Den muss ich ja komplett nutzen können. Aber er ist ja gar kein Allradantrieb. Das heißt, die Kraft, die da vorne hier auf dem Vorderrad lastet, kann ich ja gar nicht nutzen. Ich habe ja nur die Hinterradkraft. Und das rechnen wir jetzt mal aus. Auf dem Hinterrad, das haben wir ja vorhin auch gemessen, liegen 856 Kilogramm. Ja, mal 9,81. Und das sind 8.400 Newton, die ich hinten übertragen kann. Das ist aber weit weg von 14.000 Newton, die ich brauche, um in 2,8 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Wie funktioniert denn das jetzt? Ja, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo eben dynamische Lastverteilung, wo Reifen, Grip und alles eine Rolle spielt. Wir gucken uns erstmal dynamische Lastverteilung an. Denn wenn ich 856 Kilogramm hier wiege, ich tue mal das Ding hier raus, das tut weh in der Hose, dann heißt das ja nicht, dass ich beim Beschleunigen nur 856 Kilogramm auf der Hinterachse habe. Das Auto, wenn es beschleunigt, geht ja vorne hoch und hinten runter. Man sieht das hier bei diesem Lego-Modell, das wir übrigens demnächst auch auf Bloch gespielt haben. Dann sehe ich ganz genau, wie sich das verteilt und wahrscheinlich lastet hinten noch mal locker 20-25% mehr Last, dadurch, dass die Vorderachse hochgeht, auf der Hinterachse. Und die hilft mir natürlich beim Beschleunigen. So, und das können wir jetzt mal ausrechnen. Wir haben ja hier unseren Wert, 8.997, und wir machen mal 1,25, Pi mal Daumen. Dann sind wir schon bei 10.500 Newton. Okay, das reicht aber immer noch nicht. Da muss ja noch was passieren. Jetzt kommen wir zu den Reifen. Üblicherweise wird ja gesagt, das ist auch so das, was man in der Schulphysik lernt, dass bei üblichen Reibungsgesetzen, hier mit dem Handy, wenn ich das hier zum Beispiel in den Boden bringe, dass ich da maximal 1 G an Beschleunigung aufbringen kann. Wieso? Na, da geht man so ein bisschen von Reibungsgesetzen aus, von Festkörpern, ja, dass ich eben das Verhältnis zwischen der Normalkraft, also Gewichtskraft mal der Erdbeschleunigung und der Kraft, die ich brauche, um das Ding zu bewegen, maximal 1 sein kann. Und das beim Reifen ja auch nicht anders sein könnte. Ja, der Reifen ist aber was ganz anderes, das ist kein Festkörper. Der Reifen ist ein Elastomer, das ist ein Gummi. Da passieren zwei Dinge bei dem Reifen. Zum einen, dadurch, dass er eben elastisch ist, greift er ja hier in die Fugen rein. Der verzahnt sich, Verzahnungseffekte. Der nächste Punkt ist, wenn der Reifen Schlupf erzeugt, wenn der Reifen also sich gegen die Fahrbahn arbeitet, dann wird er Klebeeffekte erzeugen. Wenn der warm wird, wird er richtig klebrig. Und diese beiden Effekte sorgen dafür,
dass ich eben deutlich mehr Kraft übertragen kann, als man jetzt so über die reine Festkörperphysik hier sagen könnte. Und um zu sehen, was der Greifen maximal an Kraft oder besser gesagt an Beschleunigung aufbringen kann, schauen wir uns mal die Bremswerte bei Automotor und Sport an. Da muss ja auch Kraft aufgebracht werden, bloß eben Bremskraft. Und das passiert heutzutage bei den ABS-Systemen fast optimal, wie die eben sich mit dem Boden verzahnen. Und da kann man hier bei dem Reifen oder bei der Reifen-Rad-Kombination feststellen, dass er im Idealfall mit 1,3 G verzögert. Das heißt 1,3 mal mehr als klassisch, wenn der Reifen nur 1 G übertragen könnte. Und damit können wir natürlich auch 1,3 mal mehr Kraft übertragen. Das sind sogar exakt genau 1,33, was Auto, Motor und Sport gemessen hat. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt rechnen wir das da einfach noch mit rein. Denn wir haben ja ungefähr unsere dynamische Lastverteilung mit rein berechnet. Wir sind bei 10.500 Newton jetzt ungefähr. Und jetzt nehmen wir das Ganze mal 1,33. Und dann sind wir bei 13.160, ungefähr 14.000 Newton, die über den Reifen, weil er eben solche Fähigkeiten hat, über seine Spezifikation, über seine Klebrigkeit, über seine Dimension, das zu übertragen, auf den Boden bringen kann. Und mit diesen 14.000 Newtonmeter kann ich den McLaren in 2,8 Sekunden, sprich in einem G von 0 auf 100 beschleunigen. Und das ist das Interessante, obwohl es kein Allradauto ist. Aber geht das jetzt so einfach? Ich meine, das war jetzt ein bisschen hin und her mal gerechnet. Das ist ja da nicht schwierig. Es ist unglaublich schwer, das hinzukriegen. Aus einem ganz einfachen Grund, damit der Reifen das macht, muss ich ganz, ganz viele Komponenten abstimmen. Ich muss erstmal den optimalen Drehzahlpunkt finden für den Motor, wo die Kraft einsetzt. Das darf ja nicht zu viel Kraft sein. Dann brauche ich den optimalen Schlupfpunkt für den Reifen. Und jetzt stutzen wieder einige und sagen, wieso denn Schlupf? Schlupf ist doch schlecht. Wenn ich Schlupf beim Beschleunigen habe, beschleunige ich langsamer. Ich muss doch ohne Schlupf beschleunigen. Gibt es nicht. Sobald sich ein Reifen dreht auf einem Auto, hat er Schlupf. Das kann sehr, sehr wenig Schlupf sein, aber hat immer Schlupf. Das heißt, das Rad dreht sich schneller, als der Untergrund wegzieht. Und das ist immer so. Das gibt es nicht anders. Das ist Physik. Ja, zumindest bei einem Elastomer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 10% Schlupf habe, dann heißt das Auto fährt mit 10 km/h und der Reifen bewegt sich mit 11 km/h. Wenn man sich so eine Schlupfkurve anschaut, die sieht wirklich so aus. Ja, 0% Schlupf, 100% Schlupf, das heißt, der Reifen dreht durch und das Auto bewegt sich nicht. Und hier ist die Kraft, die übertragen wird. Das heißt, ich habe hier so ein Maximum, so bei ungefähr 10% kommt auf den Untergrund drauf an. Und dann geht es auch wieder nach unten, weil ich dann einfach zu viel Schlupf habe. Und das muss eben eingestellt werden. Und das geht nur dann, wenn das Auto wirklich virtuos auf diesem Schlupf, auf dieser Kraftwelle herumreitet. Und das können wir uns jetzt mal im Slow-Mo-Video kurz anschauen, wie das der McLaren macht. Ja, und das hat man jetzt wunderbar gesehen im Slow-Mo-Video. Der McLaren beschleunigt und die Räder drehen durch. Das ist aber nichts Schlimmes, sondern das muss so sein, damit er optimal beschleunigt. Würden die Räder zu langsam durchdrehen, zu wenig Schlupf erzeugen, würde er nicht mehr so schnell beschleunigen. Würden sie zu viel durchdrehen, würde er auch nicht mehr so viel beschleunigen. Und das muss halt eingestellt werden. Also die optimale Motor, Drehzahl, Getriebe, alles muss zusammenspielen, damit es genau passt. Und das macht die Launch Control. Und ganz ehrlich, wenn man so einen Sportwagen heute mit einem Handschalter ausstatten würde, und man würde einem Handschalter Menschen sagen, so jetzt versuch das mal zu übertreffen, diese Beschleunigung, dann würde er es wahrscheinlich nicht schaffen, weil die Elektronik ist so wahnsinnig schnell und es ist auch gerade, was McLaren macht, ist absolut virtuos, finde ich großartig, weil es ist immer noch ein Hinterrad-Heckantrieb, in diesem Fall sogar Auto, das normalerweise benachteiligt ist. So, aber wir haben ihn natürlich nicht nur von 0 auf 100 beschleunigt, sondern wir haben das Auto richtig rangelassen. 0 auf 100, wir sind 200 gefahren und wir haben es sogar geschafft, auf der Runway 300 km/h zu fahren. Und bevor ich dazu komme, sage ich einfach mal, guckt es euch an. Kurz durchatmen. 720 PS. Keine 1,5 Tonnen. Hinterradantrieb. Reifen sind warm. Beschleunigung steht an. 0 auf 100 ist gesetzt. Wir setzen noch einen drauf. Ich gucke mal, wie schnell er am Ende der Runway ist, ob wir 300 schaffen. Also ich bin noch nie ein Auto gefahren, das hier 300 am Ende der Runway hatte. Und ich glaube, es haben nur wenige Autos bisher hier geschafft. Wir müssen ein bisschen was tun.
Launch Control, Festbremsen, Vollgas, Schubaufbau und ab geht's! Jawoll! Boah, schon längst bei 100. Und 200 schon erreicht. Und 300! Boah! Und jetzt aber voll in die Eisen, weil sonst geht uns hinten der Weg aus. Wo ist das viel Spaß und Leistung hier? Ist das geil, ey. Das, ich halte es nicht aus, ey. Mann, ist das eine geile Kiste. Fuck, ey. Ich bin schockverliebt. Komplett. Ende aus, ich habe Herzklopfen. Wenn das weiter so geht, mache ich ihm gleich einen Heiratsantrag. Einen Briten. Also, das war jetzt auch für mich eine Nummer, weil so eine Runway, wir fahren das ja in männlich, ist endlich. Und ich muss mir am Schluss sehr, sehr genau überlegen, wo ich den Anker schmeiße, denn auf dem Tacho sind das fast 310 km/h, damit wir wirklich diese Messung durchführen könnten. Und jetzt gehen wir das nach und nach mal durch, weil das ist ganz interessant, vor allem im Vergleich zu einem Porsche Turbo S mit 650 PS, den Automotor und Sport auch gemessen hat. Also von 0 auf 100 ist der Porsche Turbo S mit 2,7 Sekunden, eine Zehntel schneller als der McLaren, obwohl er weniger Leistung hat. Wieso? Weil er eben über seine vier Räder doch noch ein bisschen mehr Traktion aufbringt. Aber schon auf 200 km/h ist der McLaren schneller. Und zwar in 7,8 Sekunden und den Porsche haben wir bei Automotor und Sport mit 8,9 Sekunden gemessen. Also jetzt merkt man schon, okay, jetzt spielt ja die maximale Kraftübertragung des Reifens nicht mehr so eine Rolle, ja, weil ich bin in einem anderen Gang, da wird auch nicht mehr über die Ersetzung so viel Kraft aufgebracht. Und jetzt auf einmal ist die Leistung natürlich das Dominante. Und wenn wir uns dann noch angucken, was auf 300 km/h passiert, dann wird es richtig heftig. Denn der 720S geht in, festhalten, 19,3 Sekunden von 0 auf 300. Wer jetzt sagt, was ist das für ein Wert? Ein Lada Niva hat in dieser Zeit ungefähr 100 km/h erreicht. Und jetzt schauen wir noch den Porsche Turbo S an mit seinen 650 PS. Der braucht auf 300 km/h fast 8 Sekunden länger als der McLaren. Das ist immer noch sauschnell, aber er braucht eben länger. Und daran sieht man natürlich auch, dass irgendwann einfach die schiere Leistung schon das Wichtigste wird. In dem Moment, wo ich einfach nur noch gegen die Fahrwiderstände ankämpfe. Und bei einem Maximaltempo ist ja auch entscheidend, wie viel Leistung habe ich, um gegen die Fahrwiderstände anzukämpfen. Und da hat der McLaren halt mehr Leistung und damit fällt es ihm gerade bei viel Luftwiderstand, den hat man ja bei 300 km/h, leichter als dem Porsche dahin zu kommen. Deswegen, Leistung erzeugt nur dann eine bessere Beschleunigung, wenn ich die Kraft auch auf den Boden bringe. Eine wichtige Sache noch, damit mir keiner sagt, das hätte ich unterschlagen. Bei der Beschleunigung geht es natürlich um translatorische Beschleunigung, das habe ich jetzt gerade berechnet, und es geht auch um rotatorische Beschleunigung, das heißt Kräfte, die ich hier in Rotation versetze. Das muss ich eigentlich auch noch berücksichtigen und da kann ich einfach nur mal im Groben sagen, umso schwerer das Rad ist und umso größer es ist, desto schwerer ist es logischerweise in Bewegung zu kriegen. Der einzige Grund, wieso in Supersportwagen Doppelkupplungsgetriebe eingesetzt werden, ist, weil sie viel schneller schalten. Okay, der McLaren 720S hat jetzt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und das schaltet wirklich sehr, sehr schnell. Aber ist das der einzige Grund? Nein, da gibt es noch einen Haltbarkeitsgrund. Einfach einen Grund, weil man es mit anderen Getrieben nicht machen kann. Und deshalb gucken wir uns jetzt mal den Wandlerautomaten an. Der war ja früher, würde ich sagen, der Antichrist des Sportwagens. Da hast du einen Wandler reingebaut, also Wandlerautomaten, und da war der Sportwagen gefühlt 20-30% langsamer. Für 911er-Fahrer war lange Zeit ein Automatengrund, das Auto nicht zu kaufen. Die Amis haben es gemacht, aber denen war die Geschwindigkeit auch so ein bisschen egal. Weil ich eben durch meinen hydrodynamischen Wandler, ich habe ja mein Öl, das in Rotation versetzt wird, habe ich relativ viel Schlupf, also Verluste. Insgesamt sind die Schaltvorgänge nicht so schnell. Es wurden auch nicht so viele Gänge verwendet. Das war einfach nichts für einen Sportwagen. Aber ein Wandlerautomat kann sehr viel Kraft übertragen. Er kann ja sogar eine Kraftüberhöhung schaffen durch die spezielle Struktur innerhalb des Wandlers. Aber was hat er für einen Nachteil? Er kann keine hohen Drehzahlen. Das ist ein Problem. Wenn der Motor eben sehr hoch drehen muss, über 6.500, über 7.000 Umdrehungen, dann werden die Kräfte innerhalb des Öls, das da innen drin bewegt wird, so groß, dass es den Wandler im Extremfall auseinandersprengt. Und das wiederum ist einem Doppelkupplungsgetriebe egal. Das schafft das ganz locker.
Ja? Das wird da, die Kupplung ist geschlossen, das ist mechanisch gekoppelt und dann geht's ab. Und da reden wir eben bei McLaren davon, dass der locker 7.500 Umdrehungen dreht für seine Maximalleistung. Aber er kann auch noch über 8.000 Umdrehungen drehen, wenn ich ihn voll ausnutze. Und das würde ein Wandler nicht aushalten. Und deshalb sitzt hier vor allem erstmal ein Doppelkupplungsgetriebe drin. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch besonders schnell. Wobei man auch sagen muss, dass heutzutage die Wandlerautomaten auch sehr schnell schalten und dass die auch sehr, sehr schnell über die Wandlerüberbrückungskupplung in eine direkte mechanische Kupplung gehen. Dann habe ich wirklich direkt mechanisch Gänge gekoppelt und laufe nicht mehr über das Ölbad. Aber trotzdem ist so ein Doppelkupplungsgetriebe schon wahnsinnig schnell, muss man schon sagen. Solange ich immer nur den direkten Gang darunter oder darüber einlegen muss. Muss ich Gänge überspringen, dann muss das Getriebe ja auch schalten. Dann muss ja mehrfach gekuppelt werden, bis der nächste Gang drin ist. Das kann schon mal zeitlang dauern. Aber auch wenn ich beim Doppelkupplungsgetriebe jetzt nur einen Gang verändern will, kann ich trotzdem noch ein bisschen was machen, um es eben noch schneller schalten zu lassen. Es gibt zwei Technologien, die McLaren anwendet. Die eine heißt Inertia Push. Wie funktioniert die? Wir gehen erstmal auf den Handschalter. Was passiert da, wenn ich einen Gang einlege? Ich gehe vom Gas und drücke auf meine Kupplung. Ja? Das ist ja das Spiel. Was passiert? Meine Drehzahl wird kurz abfallen. Dann kupple ich wieder ein, gebe wieder Gas. Ich muss also diese Drehzahl wieder aufholen. Ja? Bei Fastlap sehen wir das zum Beispiel wirklich in so einem Einbruch, wenn wir manuell schalten müssen. Oder Christian muss besser gesagt manuell schalten. Bei den Doppelkupplungsgetrieben hast du kaum einen Einbruch. Aber auch da kannst du noch ein bisschen was optimieren. Denn, und das macht McLaren, du kannst die kinetische Energie, die auf dem Schwungrad gespeichert ist, die kannst du noch mal nutzen, um bei jedem Gang, bei jeder Gangwahl noch mal so einen Schlag reinzubringen. Also hier im Sportmodus, wir können hier mal reingehen, ist es so, dass mit einer leicht schlupfenden Kupplung gearbeitet wird. Und dadurch kann ich beim Neueinsetzen des nächsten Gangs die kinetische Energie, die auf dem Schwungrad drauf liegt, nutzen, um so einen Kraftsprung noch reinzusetzen. Das merkt man auch nicht. Wenn der Gang einsetzt, machst du bang, nach vorne kurz. Und das nutzt eben hier McLaren. Und dann gibt es noch eine Sache, die sie nutzen, speziell beim Runterschalten. Man kann Zwischengas geben, klar, kein Thema, um den Gangwechsel nochmal zu harmonisieren. Man kann aber beim Runterschalten, ähnlich wie in der Formel 1, ganz kurz den Zündfunken ausstellen und damit auch nochmal helfen, dass der Gang eben nochmal schneller und sauberer reingeht. Also man kann auch bei einem sehr schnellen Doppelkupplungsgetriebe noch so ein paar kleine Tricks machen, um das Ganze ein bisschen schneller und ein bisschen effizienter zu machen. Da muss aber natürlich dazu sagen, das geht hier im Sportmodus, denn diese ganzen Techniken, die da angewendet werden, sind keine, die jetzt den Gangwechsel unbedingt verschleifen oder besonders harmonisch machen. Dann ist hier schon ein bisschen mehr Bewegung in der Kiste. Und das ist ja das Wunderbare, wenn ich hier in den Komfortmodus des McLaren gehe, dann macht er das alles wunderbar sauber. Und wenn ich unter wenig Last schalte, hast du auch nicht das Gefühl, dass überhaupt irgendein Gang neu eingelegt wird, sondern das ist alles ein konstanter, brutaler Kraftfluss. Das waren also die Supersportwagen-Irrtümer und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei all den Infos auch ganz viel für normale Autos dabei war und nicht bloß für Supersportwagen, gerade was das Thema Kraftübertragung betrifft. Ja, und ich werde mich jetzt wieder in den McLaren hier so elegant wie möglich hineinzwängen und ihn jetzt direkt zu McLaren fahren. Und ihr könnt mir glauben, ich bin traurig, denn bei aller Begeisterung, die ich zum Beispiel auch für die Elektromobilität hege, ist es doch ein Traum, dieses Verbrennerbiest erleben zu dürfen. Mann, 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 Mann. Ach ja, und falls euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, was zu tun ist. Abonniert unseren Kanal. Ich muss ehrlich sein, wenn mir einer gesagt hätte, dass ich mich mal so freue, einen blauen Engländer zu treffen, Wahnsinn.